halb und naja, kannst du dir ja vorstellen, ja. Lässt uns, warte mal, ich muss hier irgendwas, das wir sind jetzt gleich live auf Facebook, deswegen fange ich, so. Fange ich schon mal an zu begrüßen vielleicht, dann können wir sonst hinterher noch mal eine Runde quatschen, wenn wir durch sind. Machen wir. Ich begrüße ganz, ganz herzlich neben allen, die zuhören und uns zusehen, entweder hier direkt oder dann auf Facebook, Yvonne Magwas, eine ganz liebgewonnene Freundin aus der Frauenunion, unsere stellvertretende Bundesvorsitzende der Frauenunion, aber vor allem auch die Vorsitzende der Gruppe der Frauen in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Genau, aber gleich kannst du vielleicht ein paar Worte näher zu dir selber sagen. Ich finde es immer schöner, wenn man sich selber vorstellen darf. Ich habe eine Gemeinsamkeit gefunden, als ich mich ein bisschen auf dich vorbereitet habe. Wir sind im gleichen Jahr in die Junge Union eingetreten und ich glaube auch im gleichen Jahr in die CDU. Das klingt schon mal sehr gut. Und deine Wahlkampfbilder, die ich gesehen habe auf deiner Homepage, haben mich sehr an meine Wahlkampfbilder 22 Jahre erinnert. Insofern freue ich mich sehr auf den Austausch mit dir und schieß doch vielleicht einfach mal los zu dir und auch was die Gruppe der Frauen in der Fraktion eigentlich ist. Jawohl, das mache ich sehr gern, liebe Franziska. Schön, dass du das heute machst, dass du hier so ein Format auch gefunden hast, wo wir in Austausch treten können und wo es auch sozusagen für junge Mütter wie mich aus dem Vogtland stammend auch sozusagen möglich ist, an einem Montagabend eine Veranstaltung zu machen. Ich muss also deshalb nicht erst nach Hamburg reisen, sondern kann das hier machen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass man solche digitalen Formate ein Stück weit auch beibehält, weil sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einfach erleichtern und besser machen und trotzdem der Austausch möglich ist. Also sollten wir auch diese Dinge weiter tun. Und da sind wir schon bei einem Thema, was die Gruppe der Frauen nämlich anbelangt, nämlich, dass wir ja uns mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf immer befassen. Das ist ein Stück weit ein Dauerthema, das muss man so deutlich sagen, weil das natürlich auch immer wieder die Frauen neu umtreibt und natürlich auch die Männer umtreibt. Und von daher ist das ein Thema. Ich sage aber vielleicht erst noch mal ein bisschen was zu mir. Ich bin Yvonne Magwas, ich bin jetzt 42 Jahre, komme aus dem Vogtland. Das liegt ganz im Süden von Sachsen. Vielleicht hat jemand schon mal die Stadt Plauen gehört. Das ist die größte Stadt in meinem Wahlkreis. Ich selbst komme aus Auerbach. Das ist ungefähr eine 20.000 Seelengemeinde oder Stadt. Und es ist eine schöne ländliche Region hier. Und ich kann nur alle einladen, mal vorbeizukommen. Ich muss ja auch mal ein bisschen Werbung hier für meinen Wahlkreis machen. Genau, ich bin Mutter eines 2-jährigen Sohnes und bin seit 2013 im Deutschen Bundestag, bin dort Mitglied in den Ausschüssen Bildung und Forschung und Kultur und Medien und seit 2018 auch Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Ja, was machen wir und wer sind wir? Wir sind also ein Stück weit alle Frauen, die in der Unionsfraktion gewählt wurden, in die Unionsfraktion gewählt wurden, die beheimaten wir. Also wir sind die Gruppe der Frauen, wir sind eine soziologische Gruppe, wir haben eigene Mitarbeiter. Das ist ganz toll, die uns da unterstützen bei unserer Arbeit. Und wir sind thematisch aufgestellt wie die gesamte Bundestagsfraktion. Also alle Themen, die Frauen in den Ausschüssen auch bearbeiten, sind auch unsere Themen. Wir sehen also auch Frauenpolitik nicht nur als reine Frauenpolitik im Sinne von Unterstützung der Frauen, das natürlich auch, aber wir sehen Frauenpolitik auch als Querschnittspolitik. Und da will ich auch groß dafür werben, dass also auch Frauen überall mitgedacht werden müssen, in allen Bereichen und egal ob Bundeswehr, egal ob Digitalisierung, egal ob Familie und Soziales, sondern uns liegt es wirklich am Herzen, da in allen Bereichen mitzusprechen. Und die Themen, die uns befassen, ist natürlich auch genauso breit, wie wir aufgestellt sind, thematisch, so breit sind auch die Themen. Und so ist es eben auch, ich sag mal, ein Stück weit in dieser Legislaturperiode, in der letzten Zeit natürlich das Thema Corona auch gewesen und auch schon das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber auch das Thema, dass die Frauen, dass es kein Rollback in den Rollenbildern gibt, dass wir strukturelle Benachteiligungen auch immer wieder angehen müssen, dass die Gleichberechtigung von Mann und Frau auch weiter vorangeht. Also das waren jetzt vor allen Dingen in den letzten Monaten auch so unsere Themen.
und natürlich aber auch 2019 war 100 Jahre Frauenwahlrecht und da ging es natürlich für uns auch darum, wie können wir Frauen in der Politik begeistern, darum auch unser Thema heute Abend und wie können wir auch ein Stück weit Frauen ja in die Politik, für die Politik begeistern, in die Parlamente bringen. Da gibt es noch einiges zu tun. Darum freue ich mich aber sehr, dass es so eine junge, engagierte Kandidatin in Hamburg gibt. Also, liebe Franziska, ich wünsche dir von Herzen, dass es klappt. Wir brauchen dich in Berlin. Das ist aber lieb. Vielen Dank. Ich tue mein Bestes. Tatsächlich mit Landeslistenplatz 2 ist die Wahrscheinlichkeit ja auch nicht so gering, dass das irgendwie klappt. Das war eine der Dinge, die nach den letzten Aufstellungsverfahren in Hamburg wir tatsächlich ja geändert haben als Landespartei. Du warst ja eine der Vorkämpferinnen mit in der Bundeskommission für die Satzungsänderung innerhalb der Union. Wir haben das hier versucht, ohne Satzungsänderungen zu machen und haben einen Beschluss. Immerhin hat das tatsächlich für paritätische Listen gesorgt und für einen Landeslistenplatz 2 schon mal. Das ist auch okay, sozusagen. Jetzt erstmal, da freuen wir uns tatsächlich auch sehr. Ich habe ja hier sozusagen in Hamburg als Frauenunionsvorsitzende auch immer die Frage, wie vereinbaren wir Politik und Familie und wie kriegen wir mehr junge Frauen und überhaupt auch Frauen für die Politik begeistert? Ich finde diese Frage nicht so ganz einfach zu beantworten. Wie oft wirst du das gefragt, wie du das machst mit einem Mann, der auch in der Bundespolitik aktiv ist und kleinem Kind? Also ich bekomme die Frage sehr häufig. Erst heute Nachmittag, ich war heute bei den Landfrauen bei mir im Wahlkreis und die sind ja sehr aktiv und da war das natürlich auch wieder Thema. Wie kann man Politik oder generell, wie kann man Beruf und Familie besser miteinander verbinden? Und es stimmt, es gibt nicht die eine Antwort, aber es gibt, glaube ich, einen ganzen Blumenstrauß von Rahmenbedingungen, von Dingen, die anzugehen sind, die schon angegangen wurden, sage ich mal, aber die trotzdem immer wieder mal ins Gedächtnis gerufen werden müssen. Also ich sage mal, wir haben jetzt zum Beispiel den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter noch verabschiedet in dieser Legislaturperiode. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, was Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbelangt. Das ist auch ein Thema, wo die Frauen, die Gruppe der Frauen enorm gekämpft hat, weil es da sehr viele Widerstände auch aus kommunaler Ebene gab, im Sinne von Finanzierung und dergleichen. Der Bund hat hier einen ganz großen Schritt gemacht und das bedurfte aber einiger Argumentation und war noch bis zur letzten Sitzung, sage ich mal, immer wieder mit sehr viel, ja, ich sag mal, negativen Argumenten behaftet. Ich bin aber dankbar, dass es dann durchgegangen ist. Ein anderer Punkt ist natürlich flexible Betreuungszeiten. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Hamburg ist. Bei uns ist es schon ein Thema. Und ich habe jetzt kürzlich so einen Bericht gesehen im Fernsehen. Mutter, Vater, Polizisten, Schichtbetrieb, kleines Kind. Ja, wer sitzt jetzt zurück? Soll die Mutter weniger arbeiten? Soll der Vater weniger arbeiten? Warum sollen überhaupt beide weniger arbeiten? Können wir es schaffen, auch flexiblere Betreuungszeiten hinzubekommen? Großes Thema für die Kommunen, großes Thema für die Länder. Also ich glaube, das ist auch so ein Ding, weil viele Berufe ja auch einfach im Schichtbetrieb laufen. Und das betrifft auch die Politik, das betrifft ein Stück weit auch den Bundestag. Also flexible Betreuungszeiten wäre auch einiges an Unterstützung notwendig. Mhm. Aus Hamburger Sicht wir können uns fast gar nicht vorstellen, dass das noch in Frage gestellt wird, weil wir haben das ja über 15 Jahre schon. Ist gut. Also unter CDU-Alleinregierung haben wir das Kita-Gutscheinsystem eingeführt. Ist überhaupt witzig, dass der Bund das machen muss, weil das ja eigentlich Ländersache ist. Das könnten die ja alle selber machen. Ich wohne an der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Ist immer spannend, was man sich aus Schleswig-Holstein so erzählt. Da ist es schon anders als hier. Also ich hatte unseren Sohn mit 2,5 und das war dann 2008 in der Kita. So in der Krippe. Und es war die Frage, wie viele Stunden kaufe ich dazu? Ja, also das war überhaupt nicht die Frage. Und das ist natürlich was, also ich frage mich dann immer, wird der Vater des Kindes diese Frage auch gestellt? Bekommt er die auch? Das ist, ich glaube, der kriegt die weniger. Das ist noch so eine Rollenbildgeschichte. Das ist natürlich auch so ein Thema. Wir müssen auch dafür werben,
dass Familienarbeit natürlich auch Männerarbeit ist. Das ist nicht nur das Thema für die Frauen, sondern das ist auch das Thema für die Männer. Und ich kann aber sagen, aus der Bundestagsfraktion, da gibt es viele junge Väter, junge Abgeordnete, die mir dann sagen, Yvonne, du hast recht mit deinen Themen, wir unterstützen euch da auch, wir sehen das auch so. Also da ist schon auch ein Umdenken da. Und ich freue mich auch, dass wir in unserem Wahlprogramm nochmal die Partnerschaftsmonate nochmal erhöhen wollen bei der Elternzeit. Vor allen Dingen, wenn Mutter und Vater, also wenn beide Elternzeit nehmen. Das ist nochmal der Punkt, um auch so ein Stück weit immer noch das Bewusstsein hervorzurufen, hier Familienarbeit, Erziehungsarbeit für beide wichtig. Und dann haben wir ja im Wahlprogramm die Familienzeit als die Frage, weil ja natürlich die Zeit, wenn die Kinder klein sind und zur Schule gehen, sich die Anforderungen einfach an die gesamte Familie ja so drängen. Das finde ich irgendwie, also darüber würde ich gerne viel mehr erzählen. Vielleicht, also du hast das sicherlich mitverhandelt. Insofern kannst du es sehr gerne vorstellen. Ich finde, das ist ein tolles Modell, um einfach Familien mehr Zeit zu geben. Ganz gleich, wer mehr Sorgearbeit macht. Du meinst jetzt konkret mit den Arbeitszeitkonten, ne? Mit den Familienkonten. Ja. Genau, also das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig, gerade für die frühe Phase, wenn ein Kind, ich sage mal, auch noch ganz, ganz viel Unterstützung auch von den Eltern braucht. Ich kann nur alle Unternehmer ermutigen, das immer ein bisschen mitzudenken. Und weil die Arbeitskräfte der Zukunft, die, ich sage mal, die liegen auch nicht so einfach auf, also bei uns im ländlichen Raum zum Beispiel ist es, das Thema Fachkräfte, Fachkräfte, Fachkräfte. Wie bekomme ich gute Fachkräfte auch in die ländliche Region? Und es geht eben auch, wenn ich mit anderen Aspekten werbe, nicht nur mit den Hard Facts, sondern ich brauche eben auch ordentliche Betreuungsmöglichkeiten, Anreize für Familien. Und da ist es dieses Familienarbeitskonto, glaube ich, ein guter und wichtiger Schritt. Und da muss man richtig viel werben dafür. Also ich kenne Unternehmen, die da ganz Gutes machen, die da auch vorn dabei sind. Aber bei manchen wünsche ich mir da auch noch ein bisschen mehr Engagement. Es fängt ja vor allen Dingen in den Köpfen an. Weißt du, Franziska, das ist das Thema. In den Köpfen muss es mitgedacht werden. Ja, also die Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf, ich finde ja immer, das ist sozusagen, wenn wir auf uns als Politik gucken, sozusagen so ein zweischneidiges Ding. Auf der einen Seite versuchen wir, Frauen für Politik zu begeistern. Auf der anderen Seite sollen wir dafür werben, mehr Frauen in Ämter und Mandate zu bringen. Und das hängt irgendwie auch alles miteinander zusammen. Und ich denke ganz häufig, dass das tatsächlich auch Emanzipation zunehmend eine männliche Frage ist. Also ich habe jetzt von vielen Vätern gehört, die gesagt bekommen, nee, also ein PKIP-Kurs mit Mann, der da mitgeht, das geht nicht, das stört die Frauen dann beim Stillen. Und die können das doch auch jetzt irgendwie gar nicht. Und ich kenne Polizisten, die mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen wollen, wo gesagt wird, das ginge nicht. Dem erteilen wir keine Zustimmung, wo man dann sagen muss, nee, müsst ihr auch nicht, weil gibt es einen Rechtsanspruch drauf. So, also ja, ich glaube, es ist zunehmend eine männliche Frage auch. Ja, stimmt. Aber die, ich sage mal, das ist auch bei uns in der Gruppe der Frauen. Ich sage immer, wir brauchen auch die Männer, die Frauenthemen bearbeiten. Das ist auch wichtig, denn zum einen habe ich sozusagen als Gruppe der Frauen, wir sind 52 jetzt gewesen, wir sind insgesamt eine Fraktion von 246, also schon allein, um Themen durchzusetzen, brauche ich die Männer dazu. Schaffe ich als Frau schon mal gar nicht, also als Gruppe der Frauen. Und darum sage ich immer, es ist wichtig, dass wir sozusagen die Frauenversteher, also die Männer, die Frauenthemen für sich auch als wichtig erachten, weil sie es in der Familie auch so leben. Die brauchen wir auch als Unterstützer. Und dann dürfen die Männer aber, wenn sie meinetwegen mit anderen Männern im Gespräch sind, sich auch nicht zurückgesetzt fühlen, wenn sie jetzt sagen, okay, ich mache jetzt aber 4 Monate Elternzeit, sondern dann müssen sie eigentlich bestärkt werden. Also das ist so ein Thema, wo ruhig auch und wo wir als Frauen auch ein Stück weit die Männer unterstützen können, sagen, ihr könnt, seid stolz, es ist doch toll, was ihr macht, es ist doch schön, wenn der Familienvater sich um seinen kleinen Sohn kümmert. Also einfach nur Mut, sage ich da. Guten Mutes und gut mit guten Vorbildern voran. Das kann man ruhig auch immer wieder sagen. Also mir ist es auch immer wichtig zu sagen, wir brauchen auch die Männer für unsere Frauenthemen. Das ist enorm. Es ist Gleichberechtigung, geht nur zusammen und auch in der Familie.
Das stimmt. Ich glaube, wir sind da beide jeweils auf einem ganz guten Weg, aber können dann auch nochmal woanders bewerben. Wenn wir über Werben von Frauen für politische Themen und politisches Engagement sprechen, wird es ja dann aber nochmal schwieriger, weil ja dann sozusagen noch was dazukommt, was mit Vereinbarkeit konkurriert. Gibt es ein Rezept, wie du das sozusagen im ländlichen Raum machst und schaffst? Naja, also ich glaube schon, es ist wichtig, dass auch, dass wir als Partei uns da auch weiterentwickeln, dass es eben auch sind so Kleinigkeiten. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann das ja einfach jetzt mal sagen, mein Kleiner geht zurzeit nicht ohne mich ins Bett. Der ist jetzt 2 Jahre, das ist sozusagen ein Mamakind und geht nicht ohne mich ins Bett. So, jetzt ist für mich dann so, dass um 8 eben oder 8:45, zwischen 8 und 8:30 geht er immer so ins Bett und dann müssen die Veranstaltungen eigentlich vorbei sein. Da sage ich dann, ja, ich muss jetzt gehen, ich muss mein Kind ins Bett bringen. Und so, und dann hat man noch ein bisschen Vorzeit und so. Und das geht. Warum soll ich mich entschuldigen müssen für mein Kind? Das möchte ich eben nicht. Und von daher, glaube ich, muss das auch bei uns in der Partei mitgedacht werden und muss auch unsere Partei, was Sitzungszeiten anbelangt, was generell auch so Abstimmungsgeschichten anbelangt, dass eben Beschlüsse nach einer gewissen Uhrzeit nicht mehr gefasst werden. Da haben wir einige gute Vorschläge gemacht in der Struktur- und Satzungskommission, die müssen wir eben umsetzen, auch was Digitalisierungsthemen anbelangt. Darum sage ich am Anfang, es ist schon wichtig, wenn wir einfach auch digitale Beteiligungsmöglichkeiten haben. Und das müssen wir auch in der Partei haben. Das müssen wir auf jeden Landesverband, in jedem Kreisverband eigentlich haben. Da möchte ich dafür werben, dass wir da noch besser werden. Also da möchte ich wirklich sehr dafür werben. Und darum bleibe ich dabei, die Beschlüsse, die wir in der Struktur- und Satzungskommission gemacht haben, dass wir die auch auf dem Parteitag umsetzen. Ja, ich glaube, das wird noch ein hartes Stück Arbeit, aber da stehen ja wirklich viele sehr, sehr sinnvolle Punkte drin. Das muss man ja einfach nochmal sagen. Ich kann berichten, also wir hatten hier 2006 eine große Verwaltungsreform. Das war nun zufällig das Geburtsjahr meines Sohnes. Und wir haben in der Zeit eine Verwaltungsebene abgeschafft. Wir sind ja hier eine große Einheitskommune und haben die Berlin-Bezirksversammlung unterhalb der Landesregierung und des Landesparlaments. Da bin ich ja seit 2004 drin gewesen jetzt. Und wir haben tatsächlich, ich habe da mit meiner SPD-Kollegin für gekämpft, dass es Kinderbetreuungspauschalen pro Sitzung und pro Monat. Sehr gut. Ja, und war auch eine der ersten, die dann, also wir haben beide, ihre Tochter ist ein Dreivierteljahr älter als mein Sohn. Wir haben dann beide sozusagen die Babys immer mitgebracht und in den Ausschüssen hinten gestillt und alle Welt ein bisschen damit irritiert, aber das war halt so, genauso wie ich im Landesvorstand der Jungen Union mit Maxi-Cosi gelaufen bin. aber das war auch irgendwie gut so, aber für diese Anerkennung von Betreuung und dass das erforderlich ist, dass man das honoriert und habe sehr dafür geworben, auch die zu benannten Bürger, auch vor allen Dingen Bürgerinnen dann zu nehmen, wo man halt einfach anfangen kann und sagen kann, ich mache einen Ausschuss, mich interessiert ein Thema, Verkehr, Umwelt, Gesundheit, was auch immer, das geht hier sozusagen auf der kommunalen Unterebene eigentlich ganz gut und ich finde mal, das ist ein ganz guter Einstieg. So mehr machen kann man ja immer dann. Da hast du vollkommen recht. Ich glaube auch, man muss da auch auf der kommunalen Ebene anfangen. Und wenn wir mal uns die Zahlen anschauen, wir haben vor allem auf kommunaler Ebene so wenig Frauen, die sich engagieren und die sich da beteiligen. Also da können wir ruhig viel selbstbewusster mit solchen Themen umgehen, dass wir auch junge Frauen motivieren, mitzumachen. Also wenn ich sehe, deutschlandweit hat insgesamt, glaube ich, nur 10% an Bürgermeisterinnen. Das ist extrem wenig. Also da kann man mit solchen Gutscheinvarianten, mit solchen Themen, mit Anreize schaffen, sehr gut, sehr gut. Ich sage mal, das müssten wir noch viel mehr tun. Vielleicht kann man das auch noch mal in die Satzungskommission oder das muss ja eigentlich jede Kommune dann auch für sich machen, aber es müssen eben auch die Parteien ein Stück weit vorleben und die Parteien ja auch in die Diskussion in den Stadträten oder in den Bürgervertretungen damit einbringen. Also da darf gern die CDU auch noch Vorreiter werden. Ja, also das finde ich schon, ich kenne das noch von früher, dass meine Mutter war irgendwie, wir sind 5 Kinder zu Hause gewesen, meine Mutter war immer einen Abend locker weg die Woche, nämlich wenn Chorprobe war und einen zweiten, wenn Elternvertreterrunde oder Elternrat gewesen ist, da ist man ja dann
auch eigentlich irgendwie immer noch eher engagiert als Frau. Und insofern fand ich, dann kann man auch einen Abend im Monat für eine Ausschusssitzung unterwegs sein, auch wenn man sonst findet, man möchte seine Freizeit doch irgendwie anders einteilen. Aber ich glaube, wir brauchen da kreative Unterstützungsmaßnahmen, um Frauen da in den Einstieg mit rein zu bewegen. Ja, und wir brauchen vor allen Dingen die Frauen. Wir brauchen die Frauen in der, auch vor allen Dingen in den unteren Ebenen der Kommunalpolitik ganz, ganz wichtig mitzumachen, weil man muss ganz ehrlich sagen, wenn die eine Hälfte der Bevölkerung immer weniger partizipativ mit dabei ist, dann ist das auch eine Frage der Demokratie. Also ich mache jetzt gleich mal den großen Bogen. Also ich finde schon, gerade auch auf kommunaler Ebene und gerade wenn es darum geht, Stadtratslisten aufzustellen, dann müssen wir enorm um Frauen werben. Weil es kann nicht nur sein, dass es nur Männerparlamente gibt. Die Frauen machen die Hälfte der Bevölkerung aus. Sie haben ihre Themen, sie haben ihre eigene Art, auch Themen anzugehen, Sachlösungen anzugehen. Und von daher werbe ich hier sehr, sehr dafür, dass wir Frauen vor allen Dingen in den Kommunalparlamenten auch brauchen und auch die dann sich entwickeln können, vielleicht Bürgermeister werden können, Bürgermeisterin, ein Bürgermeisterinnenamt anstreben können. Also das, glaube ich, schon ist ganz, ganz wichtig. Ist eine demokratische Frage, das will ich auch ehrlich sagen. Die Rita Süssmuth hat das mal ganz pointiert, auch mal in einem Buch geschrieben und von daher, das kann ich nur unterstreichen. Ja, überhaupt, also die Gruppe derjenigen, die Kinder und kleine Kinder haben und sozusagen gerade in der Schwelle von auch Studium, Beruf und in den ersten Berufsjahren und genau diese geballten Themen aufeinander haben, finde ich, sind so wertvoll für uns, für die Frage, was für Lösungen brauchen wir jetzt aktuell? Was sind jetzt die Themen? Also das kennt ja jede von uns auch, ich meine das jetzt gar nicht böse, aber mir erklären auch gerne, also auch an jedem Samstag am Infostand erklärt mir jemand etwas höher Betagtes, was mein Problem ist oder auch nicht. Ich meine das überhaupt gar nicht böse, aber das ist natürlich so, dass die Lösung, die wir brauchen, dafür brauchen wir auch irgendwie einen ganz breiten Blick und dafür ist die Gruppe der, ich sag mal, 25- bis 45-Jährigen auch mit Kindern enorm wichtig. Auf jeden Fall. Sie haben ja auch oft Doppelbelastung. Sie haben oft müssen sehr viel unter einen Hut bringen, müssen vieles managen. Und schon daher ist es wichtig, genau diesen Blickwinkel mit zu haben. Und wir lernen, ich sag mal, in meinem Studium BWL, erste Vorlesung, gemischte Teams arbeiten am besten. Also dieser einfache Grundsatz, den ich dort mal gelernt habe, der gilt eben auch in diesem Bereich. Und so ist das, der gilt in der Politik genauso für Lösungserarbeitung wie in der Wirtschaft. Und von daher einfach machen. Ich glaube, dass mit dem Einsetzen der Kommission eigentlich ja schon die Union begriffen hat, dass wir da ein Thema haben, wofür wir eine Lösung brauchen. Wie kommen wir zu gemischten Teams in der Politik? Und das ist, glaube ich, sozusagen an Frauen, die Politik machen, schon auch die Aufgabe, weitere Frauen zu begeistern und zu ziehen. Das ist schon so, ich finde immer so, wir müssen so in beide Richtungen unterwegs sein. Das meint man nicht ganz einfach, aber würde ich sagen, ist schon noch unsere Aufgabe. Wer eine Frage hat von denen, die hier mit dabei sind oder auf Facebook, möge sie uns schreiben oder sich melden, dann bringen wir auch gerne noch andere Perspektiven in unsere auch ansonsten sehr spannende Diskussion mit ein. Seien wir nochmal herzlich ermutigt. Es macht ja auch Spaß, Franziska, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also wenn wir hier dazu sprechen, Frauen für die Politik zu begeistern, es macht uns ja auch Freude, sonst wären wir ja gar nicht erst so lange dabei und hätten uns nicht so engagiert und würden auch nicht nochmal ein weiteres Mandat, also sozusagen jetzt nochmal in den Bundestagswahlkampf gehen. Also es macht ja auch Spaß, es macht Freude, was zu bewirken. Man sieht auch, wenn man was gestalten kann. Und also ich habe selber in der Kommunalpolitik angefangen, war Stadträtin, hier Ortschaftsrätin bei mir. Das ist doch toll, wenn ich sehe, was ich auch relativ schnell bewirken kann. Und absolut. Das muss man dazu sagen. Das sagen wir manchmal viel zu wenig bei allen Problemen, die wir immer so diskutieren. Wir müssen auch Freude ausstrahlen. Wir müssen auch sagen, das macht Freude, das macht Spaß, macht einfach mit. Aber eben auch, und das ist mal noch so ein Punkt, bei mir im ländlichen Raum ist ja auch oft so, dass viele junge Leute zum Beispiel auch weggehen, weil sie irgendwo woanders einen Ausbildungsplatz haben oder woanders zum Studieren hingehen. Ich habe keine
ich habe keinen Fachhochschulstandort zum Beispiel hier, also keinen großen Fachhochschulstandort oder keine Universität in meinem Wahlkreis. Also diejenigen, die studieren, die gehen dann erstmal weg. Und dann muss ich trotzdem gucken, wie schaffe ich Beteiligungsmöglichkeiten, wie schaffe ich die Verbindung, wie kommen, dass sie vielleicht wiederkommen oder dass sie der Kommunalpolitik oder überhaupt unserer Arbeit auch erhalten bleiben. Also da müssen wir auch, da muss, glaube ich, auch Partei und muss auch, ich sag mal, demokratische Partizipation Lösungen finden, wie sie eben mitmachen können. Und da ist das digitale Format und auch digitale Abstimmungen, dass man, ich glaube, da müssen wir noch viel, viel weiter denken. Gerade auch was Stadtratsmandate und dergleichen anbelangt. Also da auch mal hybride Sitzungen zulassen. Also da könnte ich mir noch viel, viel mehr vorstellen, um auch eben junge Menschen, junge Frauen für die Politik zu begeistern. Ja, mit jungen Menschen, also das betrifft ja jetzt nicht nur Frauen, das betrifft ja auch genau. Ganz richtig. Menschen. Wie ist denn das bei dir im Vogtland? Ich erinnere mich übrigens an ein großartiges Pfadfinderlager im Vogtland, was ich da hatte. Das erzähle ich dir mal wann anders. Okay. Ich habe einen sehr schönen Sommer bei euch verbracht. Wie ist denn das mit so einer engagierten jungen Bundestagsabgeordneten? Ziehst du sozusagen nicht auch ordentlich bei der jungen Generation Begeisterung für politisches Mitmachen? Ja, das versuche ich natürlich schon. Das versuche ich schon. Deswegen sage ich, habe auch eine gute junge Union. Wir haben das gut fortgeführt. Das funktioniert da schon. Aber man kommt auch an seine Grenzen, das will ich auch ganz ehrlich sagen. Also so auch in der eigenen Partei, da kriegt man dann schon mal so eine Frage gestellt, wie man das so als junge Mutter denn alles so schaffen will. Halte ich ein bisschen für schwierig, solche Fragen. Aber das kommt eben auch. Und muss man dann auch einfach sagen, also bin ich auch, sag ich, lieber nicht in die Rechtfertigungshaltung gehen, sondern einfach sagen, stellt so eine Frage auch einem Mann. Also da muss man auch mal ein bisschen wieder die Perspektive aufmachen und den Spiegel vorhalten. Ne? Und ansonsten, ja, ich gehe auch viel in Schulen, wenn nicht gerade Wahlkampf ist, da darf man ja nicht so in Schulen, aber ich mache sehr viel mit Schulen. Ich mache zum Beispiel auch Schülerpraktika bei mir können die jungen Leute auch einfach mal so mal reinschnuppern, mal einen Tag mitmachen, viele nach Berlin eingeladen. Ich nehme an allen PPP-Programmen, es gibt so ein parlamentarisches Partnerschaftsprogramm, so ein Austauschprogramm, da motiviere ich junge Leute, dass sie da auch teilnehmen. Also natürlich, dass man immer den Kontakt auch zur Jugend behält und sie motiviert, auch mitzumachen. Ich sage auch bei jeder Besuchergruppe, engagiert euch, macht mit, macht was für eure Heimat. Ich tue mich da keiner Diskussion, gehe da keiner Diskussion aus dem Weg, sondern sehe das eher auch als motivierend, auch mal die jungen Leute zu fragen. Ich sage, was ist denn bei euch jetzt gerade so inne? Was ist denn jetzt gerade so Thema? Welche Band oder welcher... Was hört denn ihr gerade so? Das war nämlich mal ganz witzig. Ich sollte mal fragen, ich sollte mal sagen, was mein Lieblingslied ist. Und da dachte ich, ach du guter Gott, ein Lieblingslied. Mir ist als erstes irgendwie so ABBA und Roland Kaiser eingefallen. Und da dachte ich, Yvonne, das kannst du jetzt bitte nicht sagen. Dafür bist du zu jung. Das kannst du jetzt bitte nicht sagen. Und dann ist mir zum Glück aber schon noch so Alanis Morissette und so ein paar starke Frauen, die da auch gute Musik machen, da eingefallen. Und dann habe ich gesagt, was hört ihr denn so? Und dann sind mir da Namen entgegengekommen, wo ich gesagt habe, Yvonne, Bildungslücke, da muss ich jetzt schon mal gucken. Also es ist natürlich auch wichtig, dass du weißt, wie junge Leute ticken, dass du eben auch den Austausch hast, dass du oftmals ganz anderes Medienverhalten, ganz andere Bedürfnisse auch, Medienverhalten sowieso extrem verändert. Mhm. Und da ist es aber auch wichtig, dass man darauf hinweist, guck mal Medienkompetenz, schaut euch mal an, was ihr so macht. Also es ist so ein Geben und Nehmen. Und wenn man da einfach auch in einen guten, lockeren Austausch kommt, sich der Diskussion nicht verwehrt, auch auf die jungen Leute zugeht, auch das kommt gut an. Also ich habe immer ganz gutes Feedback auch bei Besuchergruppen oder wenn ich in Schulklassen gehe, das ist gut. Oder jetzt auch in der Corona-Zeit habe ich gesagt, los, lasst uns eine Videokonferenz machen. Ich stelle mich euren Fragen. Und im ländlichen Raum ist das natürlich auch so Mobilitätsfragen. Wie komme ich von A nach B? Gibt es hier noch genug Jugendzentren? Wo kann ich mitmachen? Das ist schon
das ist schon, sind schon Themen hier. Und dein Hauptkonkurrent im Wahlkreis ist aber die AfD oder sind es auch die Grünen? Es ist hier hauptsächlich also die AfD, das muss man ganz ehrlich sagen. Die AfD war in Sachsen zur Landtagswahl ja stärkste Partei geworden. Das ist uns, war natürlich für uns ein großer Schlag in die Magengrube. Und das muss man so sagen, das war nicht gut. Und da wollen wir eben, das wollen wir ja nicht fortführen. Und die AfD war hier auch zur Bundestagswahl 2017 auch zweitstärkste Kraft. Und somit ist schon der Hauptgegner die AfD. Und aber da gilt für mich klare Kante auch, klare Abgrenzung. Die AfD hat sich zunehmend radikalisiert. Muss man nur angucken, wie auch die Leute da ticken in den Führungsebenen. Die Diskussion auch im Bundestag. Auch das Rollen- und Familienbild. Es ist das Rollenbild der Frau, das Familienbild. Also das ist einfach nur sehr, sehr rückwärtsgewandt. Und auch die rechtsextremistischen Tendenzen und Aussagen und dieses, das ist, muss man sehr deutlich sagen, mit denen nicht. Auf gar keinen Fall. Aber also gerade wenn man, wo wir bei der jüngeren Generation waren, ist das ja eher so, dass da eine hohe Tendenz sozusagen eher in Richtung Grün ist. Ist das bei euch dann anders oder ist das da auch so? Naja, bei uns ist schon so, wir haben, gestern gab es erst eine Umfrage wieder der Leipziger Volkszeitung. Und leider gibt es eben auch die Tendenz, bei den 18- bis 35-Jährigen AfD zu wählen. Also jeder Dritte in diesem Bereich, in dieser Altersgruppe wählt AfD. Die Grünen sind da eher unterrepräsentierter, also gar nicht so in dieser Altersgruppe. Und das bringt mich natürlich schon sehr zum Nachdenken. Klar, sicherlich ist auch bei uns generell, wenn man dann auch die Eltern anschaut, die sind oft auch mal so, dass die auch dann schon AfD gewählt haben. Trotzdem muss man sagen, was kann man machen, damit man eben die Jungen nicht an eine rechtsextreme Partei verliert. Das ist sehr, sehr schwierig. Einfach immer diskutieren, reden, unsere Themen anbieten, sagen, dass wir auch Lösungen für die Themen haben. Also für mich rechtfertigt es auch nicht, eine rechtsextremistische Partei zu wählen. Nee. Will ich auch ganz deutlich sagen, egal welches Thema ist. Und das ist hier eine große Aufgabe, muss man so sagen. Ganz spannend, dass wir darüber reden, weil das ist natürlich in einer norddeutschen Großstadt ganz ein anderes Thema als bei euch im ländlicheren Raum in Sachsen. Richtig. Total schön, sich darüber mal auszutauschen, weil es wirklich so völlig unterschiedliche Gebiete gibt im Bundesgebiet, wo es so unterschiedlich aussieht. Ich finde ja, dass Kommunalpolitik da eben auch total erdet. Also sozusagen mehr Leute für kommunalpolitisches Engagement oder auch ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement zu bewegen, dem ja auch nochmal entgegentreten kann. Weil man eben, ich finde, das ist so, wie du sagst, das macht unglaublich Freude, weil man wirklich sieht, was man tut. So, ich sehe sofort Schulwegsicherung und ich sehe sofort, ob es eine Blühinsel ist, die wir ja in der Großstadt hin und wieder irgendwie mal brauchen oder also völlig unterschiedlich oder eine Zuwendung für irgendeine Kultureinrichtung, ein Jugendzentrum. Ich kann da so viel konkret bewegen und ich finde es übrigens, also für mich ist 20 Jahre kommunalpolitische Erfahrung eine tolle Basis, um jetzt sozusagen den Weg zu machen. Genau, also vollkommen richtig. Du siehst eben die Ergebnisse sehr schnell und das macht eben auch Freude. Und es ist auch, du musst natürlich, was wichtig ist, es ist ja auch zunehmend so, das ist zumindest hier auch so, dass Kommunalpolitiker angefeindet werden, dass es eben auch die Stimmung sozusagen rauer geworden ist. Da muss man auch klar sagen, es bedarf keine, also auch klare Haltung, klare Abgrenzung. Kommunalpolitik ist ein wichtiges, so generell müssen wir für die Politik und für die demokratischen Parteien in der Politik da auch werben, egal welche Ebene, Stärkung der Demokratie, keine Anfeindungen. Das ist also nochmal so ein Thema. Also ich habe jetzt im Kreistag eine Broschüre auf dem Tisch liegen gehabt, Sicherheit für Mandats- und Amtsträger. Da habe ich gedacht, ist doch eigentlich bitter,
dass es sowas geben muss, oder? Also, dass wir uns als auch jeder Kommunalpolitiker sich damit auseinandersetzen muss. Zum Glück haben wir, das muss ich sagen, haben wir hier nicht so. Ich sag mal so, als Bundestagsabgeordnete, okay, auch da finde ich es nicht richtig, wenn man angefeindet wird und Hass und Hetze über einen ausgekippt wird. Klar dagegen, aber wie will ich denn die Menschen dazu bringen, in der Kommunalpolitik tätig zu werden, ehrenamtlich tätig zu werden, wenn sie sich dann nur anhören müssen, was alles mistig ist oder wo sie böse sind? Also das ist natürlich auch nicht gut. Darum müssen wir schon auch für diese wichtige Aufgabe der Kommunalpolitik, für diese Stärkung dieser demokratischen Strukturen werben. Darum, ich sage immer, Demokratie, 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 es gibt keine bessere Form, dass Gesellschaft zusammenleben kann. Und dafür müssen wir auch kämpfen. Das ist auch ein großes Thema für diese Bundestagswahl. Also gerade hier, ich habe auch plakatiert mit Ihrer Stimme für die Demokratie. Also ich habe das zum Thema gemacht in meinem Wahlkampf. Ja, das also finde ich total wichtig. Wir haben das hier mit der Bedrohungslage tatsächlich nicht so. Es ist eher so, dass wir zwischen den demokratischen Fraktionen versuchen, auch die neu dazukommen, war ja jetzt auch zuletzt Fraktionsvorsitzende, dass man gemeinsam so ein Klima schafft, auch das gemeinsam für die Region sozusagen sich stark machen und Diskurs lernen. Also genau. Hart inhaltlich streiten. Ich streite mich auch gerne inhaltlich hart, auch übers Rednerpult, alles gut. Und hinterher geben wir ein Bier trinken, so, weil am Ende sind wir alle gemeinsam Kommunalpolitiker und engagieren uns fürs Beste für unsere Region. So habe ich das gelernt, so zu Hause. Und so finde ich, geht das auch nur gemeinsam so. Also natürlich. Ich finde immer so schön zu sehen, gerade ich habe letzte Woche eine Podiumsdiskussion zu Mobilität gehabt. Das Schöne war, gut, da waren jetzt bestimmte Fraktionen auch nicht dabei, aber wir waren uns sozusagen im Ziel alle einig, auch der Kollege von Fridays for Future. Wir haben jetzt unterschiedliche Wege, wie wir da hinkommen. Und darüber kann man ja dann sich auseinandersetzen. Richtig. Ja, auch das eigene Profil. Also ich finde, dieser Diskurs ist auch sozusagen für die persönliche Weiterentwicklung, auch wenn ich später nicht Politik hauptberuflich mache, sehr wertvoll. Dringend. So, also große Werbung für kommunalpolitisches und politisches Engagement an der Stelle. Genau, vollkommen richtig. Wenn man sich sozusagen da einig ist in den Grundsätzen, ne, dann kann man ja, ich sag mal, über viel diskutieren und Argumente austauschen und über den richtigen Weg ringen. Aber es muss eben so eine gemeinsame Grundhaltung, wie man eben einen politischen Diskurs führt, geben. Und das ist leider mit einer Partei hier aber nicht möglich. Und ich sag mal, im Bundestag gab es noch nie so viele Ordnungsrufe wie in dieser Legislaturperiode, wie unsachgemäße und unter der Gürtellinie rufende Zwischenrufe, also das kann man gut alles sich mal in den Plenarprotokollen anschauen und ich selber musste mir auch schon irgendwie anhören, na, heute wieder schick, wieder einen schicken Rock an und so. Also ich sag mal, ich habe nichts gegen ein schönes Kompliment, aber gegen ein abfallendes Kompliment, wenn ich da am Rednerpult stehe und mir das zugeschrien wird, dann sehe ich das schon kritisch. Wie bitte? Wie antwortest du darauf? Gar nicht. Also während der Rede, wurde mir das zugeschrien von der AfD und da bin ich gar nicht drauf eingegangen. Ich habe es ignoriert. Ich habe eine Rede gesehen der Kollegin Agnes Strack-Zimmermann, die irgendwie eine Lederjacke anhatte, wo einer von der AfD rief, oh, heute im Domina-Look unterwegs oder so. Genau. Da hat so ganz cool drauf reagiert, fand ich. So ist die Art der Kommunikation da. Also das muss man so sehen. Und das ist schwierig. Also das geht nicht. Also klar kann man da cool drauf reagieren. Das ist auch richtig, kann man auch machen. Aber grundsätzlich, dass es überhaupt sowas gibt, halte ich für schwierig. Und das hat zugenommen. Also das muss man wirklich sagen. So viele Ordnungsrufe hatten wir in früheren Legislaturperioden nicht. Ja, du hast ja schon zwei jetzt miterlebt. Da gibt es schon einen deutlichen Unterschied, oder? Ja, aber enorm. Da gibt es wirklich einen deutlichen Unterschied. Das war in der Legislaturperiode davor,
von 2013 bis 2017. Klar, 2015 wurde natürlich die Diskussion durch die Flüchtlingssituation da schon auch, ich sag mal, andere, aber sie waren natürlich nicht unter der Gürtellinie oder sie waren nicht am sehr eng am Rande eines demokratischen Spektrums. Das will ich jetzt auch mal sagen. Also gibt manche Dinge auch, wo ich sage, naja, da müsste man schon mal noch in die Geschichtsbücher noch mal gucken. Also da hat der Wolfgang Schäuble da auch sehr viele Zwischenrufe jetzt oder Ordnungsrufe in dieser Legislaturperiode machen müssen. Der Ton ist einfach rauer geworden. Das merkt man enorm. Oder auch solche Spielchen. Also mit irgendwelchen Abstimmungen nochmal oder rausgehen, da geht die ganze Fraktion raus und stimmt nicht mit ab und alles solche Spielchen, die man nicht braucht, die auch kein Verständnis bei der Bevölkerung für politische Arbeit wecken, also das trägt dazu alles nicht bei. Also das, Abstimmung nachts um zwei oder so, war das nicht auch schon so? Ja, das war auch schon so. Das, also, oder dann noch mal extra einen Hammelsprung hervorrufen und dann nicht mitstimmen, sondern draußen bleiben und alles, das ist doch, also das, da kann ich doch niemanden dafür, dann, da kann ich doch nicht sagen, hier, politisches System ist wichtig oder so. Das ist doch alles furchtbar. Ja, oder auch diese Kommunikation, wir jagen die heraus. Also schon allein dieser Wortlaut, das ist doch kein demokratischer Sprachgebrauch. Das ist furchtbar. Also kann man nicht miteinander umgehen. Nee, überhaupt nicht. Das ist richtig. Und dann halten aber die Frauen auch fraktionsübergreifend zusammen. Ja, also wir hatten jetzt zum Beispiel in dieser Legislaturperiode hatten wir eine interfraktionelle Frauenarbeitsgruppe gehabt und da ging es ums Thema, auch ums Thema Wahlrechtsreform und wie wir eben mehr Frauen in den Bundestag bekommen. Und weil die Zahlen, wir bilden uns das jetzt nicht alles ein oder man muss auch nicht sagen, hier sind so verrückte Frauen, die einfach nur an sich selbst denken. Nein, das will ich sehr deutlich sagen, wir haben einen Frauenanteil im Deutschen Bundestag von, ich sag mal, in unserer Fraktion sowieso nur von 20%, im Bundestag von knapp 30% und so wenig wie seit 1986. Also das muss man mal sagen, hier gibt es also keine Vorwärtsbewegung, sondern es gab eher eine Rückwärtsbewegung. Und das muss man schon thematisieren, auch für die Zukunft. Und von daher hatten wir eine überfraktionelle Frauenarbeitsgruppe gegründet, die sich diesem Thema angenommen hat. Wir wollten gerne, dass es eine, das gibt es jetzt auch, dass es eine Reformkommission gibt, also eine Kommission, die dieses Thema mal bearbeitet. Jetzt kann man sagen, okay, Kommission, gibt tausend eine Kommission. Uns war es wichtig, dass die Kommission in einem begrenzten Zeitraum mit ganz konkreten Fragestellungen nicht so groß aufgeplustert, sondern mit wenigen Parlamentarierinnen und mit Experten hier zu Ergebnissen kommt, wie also ein Bundestag sein kann, der mehr Frauen hat, also wie man den Frauenanteil steigern kann. Wie eben auch das Wahlrecht da Optionen bietet, weil da gab es ja sehr viele unterschiedliche Vorschläge auch von Wahlkreisen zusammenlegen, Tandemlösungen und dergleichen. Und nicht alle sind aber so, dass sie eben auch kompatibel für oder ich sag mal mehrheitsfähig im Bundestag sind. Und da muss man dann schon mal drüber reden. Also als Union haben wir auch so das ein oder andere Bedenken, was Zusammenlegen von Wahlkreisen anbelangt und Tandemlösungen. Das ist auch, muss man gucken, was ist verfassungsrechtlich auch nicht mehr angreifbar. Das will ich auch mal ganz ehrlich sagen. Also wenn man da eine tolle Lösung machen und dann hinterher erstmal wieder alles einkassiert wird, ist das auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Darum haben wir gesagt, wir brauchen so eine Kommission. Wir brauchen mal, wo man mit einem guten Ergebnis rauskommen und nicht mit irgendwelchen Schnellschüssen. Wir machen hier Paritätsgesetze, kann man alles sicherlich machen. Und es ist auch das Ziel, die Parität zu erreichen. Aber es kommt eben hier, wie du sagst, auf den Weg drauf an. Und da gibt es unterschiedliche Vorschläge unterschiedlicher Fraktionen. Und hier hatten wir uns aber darauf geeinigt, zu sagen, wir bringen das alles mal in eine Kommission zusammen,
Die gibt es jetzt, diese Kommission, im Rahmen der Wahlrechtsreform. Die bearbeitet noch andere Themen, aber sie bearbeitet eben auch das Frauenthema. Und das war uns wichtig. Und die unterfällt aber nicht der Diskontinuität, oder? Dafür müssen wir sorgen. Also das will ich auch so sagen. Sie ist noch in dieser Legislaturperiode jetzt ins Leben gerufen worden. Die Nina Wagen und der Ansgar Hebeling sind für uns dabei. Das war wichtig, also sollte auch paritätisch besetzt sein, auch ein wichtiger Punkt. Mhm. Und sie hat jetzt, also den Arbeitsauftrag gibt es, es gibt einen Einsetzungsbeschluss, der Deutsche Bundestag hat darüber abgestimmt, sie fängt an zu tagen, sie wird erste Zwischenergebnisse vorlegen bis 30.09. Und dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Arbeit eben fortgeführt wird im neuen Bundestag. Aber ich glaube, da gibt es auch überfraktionell Einheitlichkeit, dass wir das so machen. Und das war deshalb auch nochmal unser Punkt, zu sagen, wir müssen jetzt anfangen, dafür zu arbeiten. Nicht, dass eben die Kommission, dass es die eben dann nicht mehr gibt. Und das sind ja auch andere Themen drin. Das sind ja auch Thema Wahlalter zum Beispiel auf 16 heruntersetzen. Halte ich für schwierig, aber muss man eben dann drüber sprechen. Und dann gibt es noch andere Themen, des Wahlrechts, die dort mit bearbeitet werden. Ich bin gespannt. Also das sind ja tatsächlich sehr spannende Fragen, die da diskutiert werden. Der Eilantrag ist ja gerade vom Bundesverfassungsgericht gescheitert gegen die jetzige Wahlrechtsreform. Und insofern steht er sowieso für alle auch noch aus, dass da... Genau. Genau, das war ja auch damals, also jetzt ist so dieser Beschluss zu sagen, jetzt macht man ein Stück weit eine kleine Wahlrechtsreform und geht dann mit dieser Reformkommission in die Ergebnisse für eine große Wahlrechtsreform nach 2025. Und das ist auch unser Ansinnen, das ist das Ansinnen der Unionsfraktion, dass wir da Ergebnisse bringen. Und darum, glaube ich, wird es eine große Einheitlichkeit geben, auch diese Reformkommission, diese Expertenkommission weiterzuführen nach der Bundestagswahl. Hast du denn das Gefühl, wir könnten auch tatsächlich auf Bundesebene diese Frage, wie kann man Frauen für Politik begeistern, gerade vielleicht auf dem kommunalen Sektor, kann man das auch von dort ein bisschen mit unterstützen? Naja, auf jeden Fall ist es auch ein Auftrag dieser Kommission, nicht nur gesetzgeberische Dinge zu tun, sondern auch Anreizmöglichkeiten zu schaffen. Und ich glaube, da ist auch nochmal ein Punkt, den wir da machen können für die Kommunalpolitik. Und wir müssen natürlich auch immer dafür werben, dass kommunale Mandatsträgerinnen und Mandatsträger, dass die eben wichtig sind und dass das eben, also eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung, das muss man auch so sehen. Also es hat ja jetzt, das ist immer wieder wichtig, wie wichtig die Kommunen sind, wie wichtig vor Ort die Entscheidungen sind. Zum Beispiel ist es auch immer so, dass wenn es Fördermöglichkeiten oder Förderprogramme gibt, die die Kommunen beantragen, ist auch meistens eines Stadtratsbeschlusses Bedarf. Von daher will ich auch deutlich sagen, dass die Auseinandersetzung der Stadträtinnen und Stadträte mit den Themen eben auch wichtig ist. Und dass eben ein Stadtratsbeschluss notwendig ist, um Förderung zu bekommen. Dann erkennt der Bund nämlich beispielsweise, dass die Kommune damit sich auseinandergesetzt hat, dass es ein breites Commitment gibt für ein spezielles Projekt. Also ich werbe immer sehr dafür, dass man eben sowas auch macht. Dann stärkst du auch die Mandatsträger vor Ort, dass sie sagen, okay, es ist wichtig, dass wir unseren Beitrag dazu leisten. Also das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, aber natürlich auch andere Anreize schaffen und vor allen Dingen auch das Thema Hass und Hetze sozusagen in den Griff zu kriegen und da eine klare Kante zu zeigen, auch für kommunale Politiker. Also bei uns ist es immer wieder ein Thema. Wir haben damals tatsächlich stark für diese Kinderbetreuungspauschale geworben, weil wir gesagt haben, irgendwie es gibt Fahrtgeld, es gibt eine Fahrtgeldpauschale, dann kann es auch eine kinderbetreuungspauschale Position geben. Franziska, das wirst du mit einbringen in diese neue Kommission. Oh, sehr gern. Sehr gern. Da haben wir gleich einen guten Vorschlag. Ich finde das nämlich echt wirklich gut. Genau sowas sollte man bringen. Und das kann man auch, das Ziel dieser Kommission ist es ja auch, einen Endbericht zu verfassen, der eben Vorschläge, ganz konkrete Maßnahmen
Und zwar gern auch auf allen Ebenen, nicht nur Bundestag und nicht nur Wahlrecht, ich sag mal hochrichterlich und hochrechtlich, sondern eben auch Anreizpolitik schafft. Und da gehört sowas dazu. Und also ich finde es hervorragend, wird sofort mit aufgenommen. Machen wir sehr gern. Ich freue mich super. Wir haben schon das erste gemeinsame Projekt. ein Sachsen-Hamburg-Projekt, finde ich super. Jetzt ja, das ist auch so ein Thema, weißt du, Franziska, weil du das jetzt gerade so sagst. Es gibt oftmals in den kommunalen Ebenen so tolle Dinge und so viele, wir müssen es einfach mal sammeln. Man muss es einfach mal zusammenbringen. Ihr habt euch da so ein tolles Modell einfallen lassen. Das wäre auch bei uns sowas. Also warum muss ich immer das Rad neu erfinden? Warum können wir nicht auch sagen, okay, wir lernen von den anderen, wir nehmen, adaptieren das, wir gucken das, ob das auf unsere Verhältnisse passt. Was können wir leisten, was können wir nicht leisten? Aber die Grundidee, die muss ich nicht nochmal neu generieren, sondern kann das eben auch anderen Best-Practice-Beispiele anbieten. Und das ist doch das, also diese Vernetzung oder dieses Weitertragen solcher Dinge, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, gerade was so Anreizpolitik anbelangt. Da gibt es schon viele Dinge, da haben sich viele vor Ort schon gute Gedanken gemacht und gute Lösungen schon erarbeitet, die muss man einfach auch gemeinschaftlich nutzen. Das finde ich auch. Und tatsächlich so eine Motivationskampagne für Kommunalpolitiker, finde ich, würde uns auch mal gut zugehen. Ja, richtig. Gern machen. Hast du recht. Also, das ist nämlich die breite Masse. Das sind ja auch alle die, die dann im Zweifel auch ein Herz für Freiwillige Feuerwehr, THW, Jugendarbeit, Elternarbeit, Sportverein und sonst wie haben. Das ist, genau, und die ein Demokratieverständnis auch haben, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Die sagen, okay, das ist nun mal, es gibt dann eine Entscheidung, es gibt eine Mehrheitsentscheidung, das ist ganz wichtig. Und die auch mal im Winde stehen müssen, die auch mal was aushalten müssen, die auch mal gut argumentieren müssen. Aber das muss man eben auch fördern und darum bin ich da ganz bei dir. Kommunale Ebene prägt, sehr positiv und die muss man auch unterstützen. Absolut. Es geht in Richtung Bettgehzeit von Jakob, deshalb. Oh ja. Nur eine abschließende Frage vielleicht noch. Wie sehen denn deine nächsten Wochen aus? Sie haben noch 6 Wochen und 6 Wochenenden. Also meine nächste Zeit ist voll. Der Terminkalender ist gut durchgetaktet mit Infoständen auf den Wochenmärkten hier, mit Haustürwahlkampf, mit vielerlei anderen Gesprächsrunden, Terminen, mit öffentlichen Wahlforen. Ja, also ich habe gut zu tun, aber bin auch gut motiviert und möchte gerne nochmal 4 Jahre meine Heimat in Berlin vertreten. Ja, das finde ich auch gut und richtig und würde mich sehr freuen, wenn wir uns da treffen. Kriege noch eine Nachricht tatsächlich gerade mit der Bitte, nicht nur zwischen den Geschlechtern zu differenzieren, sondern vor allem dafür zu sorgen, dass auch Familien und Kinder mit repräsentiert sind. Und das bedeutet, dass man auch dafür und vor allem dafür sorgen muss, dass Politiker mit Kindern in die verantwortlichen Positionen kommen. Und das sieht man sozusagen bei uns auch an der Landesregierung und das sieht man auch an der Bundesregierung, dass Regierungsverantwortung mit Kind oder kleinerem Kind nicht so die Mehrheit ist. Und ich glaube, auch da ist ein richtiger Punkt. Kann ich vollkommen unterstreichen, vollkommen unterstützen. Erst dann erkennt man auch sozusagen die unterschiedlichen Belastungen, die verschiedenen Themen und Perspektiven. Werbe ich auch sehr dafür. Aber dazu ist es auch notwendig, dass ich eben gute Rahmenbedingungen habe, sodass junge Frauen sich auch während der Parlamentsarbeit beispielsweise für ein Kind entscheiden. Oder auch, dass junge Frauen mit Kind sagen, okay, ich gehe in die Politik. Also ich muss auch die Rahmenbedingungen gut anpassen dafür. Also die sind fast mit einer Voraussetzung, dass es überhaupt zu dieser Entscheidung kommt. Geht bei jungen Vätern, das ist übrigens auch dieselbe Frage. Also ja. Auch schon öfter von Kollegen gehört mit jüngeren Kindern, egal übrigens aus welcher Fraktion, sagen, das wird aber jetzt hier auch zunehmend schwierig, wenn ich auch beim Abendessen mal dabei sein will, hier tatsächlich immer unterwegs zu sein. Also ich glaube, da haben wir tatsächlich einen guten Punkt, dass wir da gucken müssen, gut zusammen zu bleiben. An der Stelle danke ich ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Wie schön, dass wir sozusagen dich digital in Hamburg begrüßen durften. Praktischerweise ist jetzt nach Regen heute hier blauer Himmel und Sonnenschein aktuell. Also vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir
bei deinen wahrscheinlich völlig anders laufenden Diskussionen mit deinem Hauptgegner, als sie hier laufen. Viel Erfolg und weiterhin so wahnsinnig viel Engagement und gute Laune, wie du sie immer hast. Danke, danke Franziska, für dich auch. Alles, alles Gute, viel Erfolg im Wahlkampf. Wir brauchen dich, liebe Hamburgerinnen und Hamburger. Wählen Sie bitte die Franziska Oppermann, die ist ganz wichtig. Wir brauchen junge, engagierte Frauen, die sich auskennen in der Politik, die auch Realitäten anerkennen, die sehen, wie das wahre Leben funktioniert, sage ich jetzt mal. Das machst du, das kannst du, du hast eine gute Erfahrung auch und von daher, du wärst eine Bereicherung für unsere Fraktion und auch für die Gruppe der Frauen. Vielen herzlichen Dank, oh Gott, ich kann gar nichts mehr sagen. Vielen Dank und allen anderen einen wunderschönen Abend und bis bald. Genau. An anderer Stelle. Schön.